So, und da geht's auch schon direkt weiter bei Kapitel. Ups, die kommen jetzt auch noch von der Seite. Ich hab's halt immer ein bisschen schwer, wenn die Kapitel so einfach so einen Übergang haben. Deswegen ist das immer ein bisschen kacke. Da muss ich dann immer ein bisschen improvisieren. So, den haben wir. Ja, Elena schießt doch die Leute ab, bevor ich sie... So. So, holen wir uns die mal lieber hier, die M4. Ist, glaube ich, besser geeignet. Panzerfaust? Wollte der mich gerade ernsthaft von der Distanz mit einer Panzerfaust abschießen? Geh weg. Ich schmeiß eine Granate rein. Du kommst auch weg. Tschüss. So. Oh, Panzerfaust brauche ich jetzt nicht mehr, oder? Da ist keiner mehr. Wir sind hier. Ups. Sie sind hier nicht. Tja, du bist tot. Hier die Treppe hoch. Wir behalten einfach mal hier die Schrotze. So. Hier. Oh nein. Ist ja gut. Wir sind hier. Sie hatten recht. Recht womit? Alles, was sie anfangen, geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition? Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halten Sie ihn auf! Ganz ruhig, nicht bewegen. Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shambhala. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake, Sie müssen glauben. Schäfer. Oh, Hit. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Viel Glück. So. Und da... Leider. Ein trauriges Schicksal. Schäfer ist gestorben, aber... Das war eh nur eine Nebencharakter, so eine Nebenperson. Was soll man machen? Die sterben ja eh immer. Oh, da war ein Schatz, den will ich aber nicht aufsammeln. Kein Bock. So, auf jeden Fall, es geht weiter. Und schwingen wir da hin. Oh, es hat gepasst noch. So, dann gehen wir einmal hier rüber. Oh. Nein, ich will da nicht runterfallen. Ich will darüber. Und natürlich geht das dann kaputt. Oh. Da kommen anscheinend wieder Gegner. Wisst ihr... Na. Komm, wir schmeißen da eine Granate hin. Und den sprayen wir einfach weg. War's, der ist nicht gestorben? Oh.
Ey, du wolltest mich hier umbringen. Das geht aber nicht. Ich glaube, ich wechsle wieder zur M4. Nein, da muss ich nicht hin. Wo war das? Hier an der Seite irgendwo. Nein, da an der Seite war es nicht. Es war auf jeden Fall hier irgendwo an der Seite. Ja, genau darunter. So. Und einmal hier. Ich glaube, da oben steht dann einer, oder? Ja. Tschüss. Und dann jumpen wir einmal da dran. So. Der hat noch eine Waffe von uns. Müssen wir da? Ne, da müssen wir gar nicht hoch. Da an der Seite müssen wir hoch. Da müssen wir jetzt erst. Müssen wir dahin? Wo müssen wir hin? Ach so. Okay, hat sich erledigt. Manchmal ist das halt trotzdem ziemlich seltsam. Manchmal verstehe ich diese Kletterwege nicht. So, dann jumpen wir da rüber. Sollen wir mal da drauf? Sollen wir die jetzt einfach umlegen? Tschüss, tschüss, tschüss. Ah, da sind glaube ich diese Viecher wieder. Ich sehe jetzt zwar, ich sehe das Ding jetzt zwar nicht. Boah! Hilfe! Oh, das war natürlich nicht so eine krasse Idee. Da dann jetzt so drauf zu ballern. Ist dann. Wo schießt denn da? Wo? Ah. So, wenn wir jetzt Glück haben, können wir uns die aufsammeln. Hilfe! Drake, lauf weg! Kommt ihr? So. Der wird umgelegt. Der wird auch umgelegt. Oh, wir haben sogar eine Trophäe dafür gekriegt. 50 Eliminierungen mit der Hammer. Nice. Da lohnt sich dann doch nochmal die Spiele durchzuspielen. So, das müssten glaube ich alle gewesen sein. Hoffe ich mal. Das sieht zumindest mal danach aus. Nein, ich wollte die behalten. So. Dann geht's. Oh, Servus. Da sind wieder diese Viecher. Wir müssen hier rein. Ich bin nicht schon wieder. Aber die tun mir nichts. Die greifen mich irgendwie nicht an. Warum auch immer. Ich habe ihnen noch nichts getan. So. Dann sind wir mal hier drin und dann müssen wir jetzt. Können wir da. Ach. Wenn ich mich so an diese Stelle hier erinnere, hätte ich mir doch die Hammer noch nehmen sollen. Ja. Hätte ich wirklich tun sollen. Vielleicht kommen wir an denen auch irgendwie vorbei, ohne gesehen zu werden. Bezweifle ich aber. Da unten ist eine Panzerfaust. Da ist einer. Wenn ich den umlegen kann. So. Ist er tot? Ja, der eine ist tot. Tschüss. Und noch der Schuss. So. Tschüss. Immer kommen die von überall. Wo kommen die immer her, frage ich mich. Wisst ihr Leute, ich glaube da unten ist doch so ein...
Tschüss. Waren das alle? Nein, ich hört sich mal nicht so an. Doch, es waren alle. Kann ich da jetzt nochmal hoch? Oh. Oh, er ist tot. Gut. Das heißt, wir müssen nochmal da oben hoch. Irgendwie. Ich gehe einfach nochmal den alten Weg. Der war, glaube ich, am besten. Ich denke mal, dass wir da dann locker hinkommen sollten. Ja, das sollte funktionieren. Ich meine, ich hätte auch irgendwie da oben bleiben können und dann... Los, wie immer dann so lange braucht. Nein, ich... So. Und dann einmal hier dran springen. Und jetzt kommen nochmal Gegner. Fragezeichen. Ne, sieht man nicht so aus. Nate, hier geht irgendwas Seltsames vor. Hier sind irgendwelche Tiere? Ja. Vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Mich warnen? Du wusstest von diesen Viechern? Ja, leider schon. Oh, da war direkt vor meinem Gesicht. Okay. Ja, sie machen dir nichts anscheinend. Ich meine, das Ding, sie hat mich bestimmt locker gesehen. Na gut, der muss es langsam machen. Na, warum bleibt er jetzt stehen? 2, 4, 6, 20, 3. Okay, das sind auf jeden Fall 3000 irgendwie so gefühlt. Und die sehen alle gleich aus. Schade, die müssen mal viel individueller machen. Die Personen. Die Soldaten, die Söldner, die sonst was. So. Und das ist wieder so ein Viech. Anscheinend kommen wir wirklich Shambhala ein bisschen näher. Das sind anscheinend so die Hüter von Shambhala. Kann man bestimmt schon sagen. So. Da will ich hoch. Danke. Der Turm. So, jetzt sind wir am Turm angekommen. Dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. So. Ich hab deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe euch den Dolch besorgt. Also, wo ist das Tor nach Shambhala? Warte, Zoran, wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tür vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Drake ist hier immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch. Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib du hier. Vielleicht findest du was raus. Das gehört mir. Nate? Verschwinde hier. Gib mir den Dolch. Sie werden gleich Chloe, wiederkommen. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Warte. Tu mir einen Gefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Und okay. So sieht's aus. Wonach suche ich? So, dann kommt hier noch ein Rätsel. Ach Gott, diese Kapitel sind so lang. Das kommt mir bekannt vor. Oh, wir müssen das Buch mal nochmal benutzen. Ja. Buch benutzen. Noch ein Stück. Oh, da war Gollum. Noch ein Stück. Ah, hier. Das ist es wahrscheinlich. Ah, ja. So, das gucken wir mal. So, der Adler. Der Adler hat ein Dreieck. Dieses komische Viech hat den Halbkreis. Gut, dann holen wir mal das. Bestimmt kann ich die bewegen. Holen wir das mal.
Das ist der Halbkreis, wie es aussieht. So. Das kommt da drauf. So. Die sind bestimmt so abgestimmt, dass sie genau eine bestimmte Schwere haben müssen. Ein bestimmtes Gewicht. So, was war das andere? Dieser komische Vogel da. Der Vogel hat hier das gehabt. Bei den anderen zwei muss ich noch gucken. Ja, Sully. Sully ist verschwunden. Der war ja nur in Borneo da in dem Teil bis jetzt. So, da muss ich nochmal kurz reingucken. So, dann gelb. Gelb ist der Löwe, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und das war das hier, wenn ich mich nicht täusche. So. Dann stellen wir das einmal da drauf. So. Gut, das hat auch funktioniert. Und dann jetzt noch das letzte. Die Kugel. Die kommt dann hier drauf. Und dann sollte hoffentlich was passieren. Also, das sollte gehen. Ja, jetzt sind hier natürlich nochmal ein paar Zeichen, alles klar. So, da muss ich nochmal gucken. Die Symbole kenne ich schon. So, so ein... Okay. Das hat... So eins. Dann müssen wir da jetzt mal ein bisschen rumdrehen. An den Teilen. Drehen wir mal. Das passt. Das passt, danke. So, dann... Der... Drache, das Weiße ist so 3-4 Striche an der Seite mit so einem I-Punkt drauf. Okay. Das nebendran, das hier. Das ist es. So, dann, was hat der? Das war das 3, ja, das, okay, mit so einem L, umgedrehten L in der Mitte. Nenne ich es jetzt einfach mal. Nee. Das hier. Und dann jetzt noch bei dem hier. Zu jedem gehört eine Farbe, wie bei den Wesen. Und das dann mit so einem Außending und so einem Halbkreis. Noch ein Stück. Das da, perfekt. So. Dann haben wir das. Und jetzt haben wir den Eingang mal schon mal. Zack, einmal umdrehen. So, was ist denn das? Wow. Und dafür hat man jetzt das Rätsel gebraucht. Um einfach irgendwo hochklettern zu können, wo Drake wahrscheinlich eh hochgekommen wäre. Naja. Hab dich. Elena, hörst du mich? Ja. Yeah. Ich glaube, ich habe den geheimen Eingang. Wirklich? Ja, man sieht den Fuß der Klippe mit den Statuen. Aha. Triff mich da. Ja, okay, ich bin unterwegs. Gut. Dann geht's mal los. Oh, da war wieder so ein Viech. Und noch ein Viech. So, dann rennen wir noch einmal da drauf. So. Elena, bist du da? Ja. Hey, ich bin hier, ich kann dich sehen. Verdammt, was tun die Typen da? Anscheinend reißen sie die Statuen ab. Warum machen sie alles kaputt? Diese Schlaumeier stehen mitten drauf. Ja, das wissen die ja nicht. Können die ja nichts dafür, wenn sie dumm sind. Okay. Gut. Und jetzt die Frage. Da sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Sollen wir die einfach... Komm, wir versuchen es ein bisschen leise. Der guckt uns noch an. Dreh dich um. So. Zack. Tschüss. Richtig. So. Du siehst nichts. Ja. So. Dann da oben drauf war auch noch einer. Ho! Jetzt nicht mehr. Oh nein.
Idee, wie wir das machen. Wir machen es, glaube ich, einmal so. Und schießen die einfach direkt so ab. Es war nur ein Schuss. Oh. Von wo schießen die alle immer? Oh. Servus. Kann ich auch irgendwie drauf springen? Ne, kann ich leider nicht. Ups. Wo macht man Schulterwechsel? Ah, hier. Ah, das ist Elena. Komm schon. Komm raus. Komm raus. Ich warte auch. Okay, ist er anscheinend schon gestorben. Ne, ist er doch nicht. Los. Komm jetzt. Jetzt ist er tot. Okay, jetzt. Jetzt, ich will runter. Ups. Kann ich die jetzt alle abschießen? Oh, die kommen von da. Von hinten. Stirb, stirb. Du stirbst auch. Der ist auch tot. So. Das sollten alle gewesen sein. Oder? Doch nicht. Jetzt stirb doch. Wo sind denn hier noch welche? So, da waren doch keine. Doch. Wo sind die denn? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ah, da vorne. Das waren jetzt aber alle. Ne, immer noch nicht. Jetzt aber. Ja, ja. Jetzt waren das alle. Der ist genau hier. Und dann müssen wir anscheinend, wie es aussieht, einmal hier drehen. Okay. Los geht's. Los, streng dich an. Nee. Und ein Wasserfall. Da geht's nochmal hin. Da schau mal einer an. Direkt vor der Nase. Also das sind wirklich sehr, sehr, sehr lange Kapitel, muss man sagen. Ja, hier gibt's einen schnellen Weg und der ist da runter. Oh, und da werden sie von den Monstern gefressen. Ah, das ist immer das, ich hätte mir dann da doch den Tuba holen sollen. Das vergesse ich aber immer so. Oh. So, dann gehen wir einmal hier runter. Zurück. Oh, ich dachte, ich will jetzt sterben. Wie gefällt dir das? Tschüss. Wahrscheinlich genauso wie mir. Ups. Ja, schieß doch. Stirb doch jetzt. Danke. Dass die immer so lange brauchen, um zu sterben. Ist wahrscheinlich auch da dran, weil ich nicht so treffe. Sie gehen über die Wand. Oh.
Willst du mich jetzt verarschen? So. Oh, da. Oh, ich treff nicht. Jetzt aber. So. Danke, danke. Krieg ich dafür nix? Egal. Dann geht's einmal die Wand noch hoch. Ich hoffe, da oben ist nichts Gruseliges. Doch, da sind wieder die Viecher. Okay, Luft ist rein, komm. Da ist der Eingang. Hui. Hui. Einfach alle tot, so. Richtiges Grab hier. So. Ja, richtige. So, Wasserräder. Sind nah dran, glaub mir. Und jetzt hier unten in den Fels. Hier sind ein paar Türen, ich brauche Hilfe. Okay. Helf mir, Elena. Du bist schnell. Da ist zwar keine Muni mehr drin, aber egal. So. Und da. Kapitel 24, die Stadt. Ja, die Straße nach Shambhala. Und dann würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Cut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Oder ein Abo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ciao. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Bist du sicher?